forut. Besitztümer waren überall verstreut. Wir haben ihn im Keller gefunden. Riesenvorrat. Und der Unteroffizier der Artillerieeinheit spielte auf dem ramponierten Klavier. Irgend so ein altes Lied. Wir hielten an und stimmten mit ein. Es war wirklich sehr erhebend. Zwei Friseure. Sie haben ständig miteinander geredet und dabei immer die Arbeit unterbrochen. Es hat also ewig gedauert. Immerhin wollten sie kein Geld dafür. Sie sagten, das sei ihr Geschenk an uns. Feindlicher Soldat! Hörst du den Stab? Ich bin verwundet!